Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist wieder Zeit für Rocket Birds Hard-Boiled Chicken. Und diesmal, so viel sei schon mal verraten, gibt es richtig auf die Mütze. So, die Frage natürlich, für wen? Ich hoffe natürlich nicht für mich. Aber das werden wir rausfinden. So, Kapitel 15, Double Agents. Denn, Mentau, wa? Knopf. Oh, Munition. Me like Munition. Die Munition. Was? Ja. Solo. Mehr Munition. Was kommt da noch? Hepf. Das ist ja schön. Ich glaube, das brauche ich gar nicht. Bruno. Na, das geht ja hervorragend los hier. Los! Ja, aufs Maul. Oh, ein Schild. Schilder sind, glaube ich, in der Regel als solches nie gut. Nimm dir die Moon. Da nichts viel weg. Nochmal neue Moon bestellen. Dann nichts viel weg. So, ich warte jetzt immer, bis er fertig ist mit Ballern und dann lässt er sein Schild wieder fallen. Hoffe ich. Und, lustig, ich brauche neue Moon. Aber die habe ich da hinten ja schon abgelegt. Los, nimm dir die Moon. Das dauert alles viel zu lange hier. Viel zu lange. Drück den Moon-Knopf, nimm dir Health und verschwinde da wieder. Und hier warten wir jetzt auf Bruno. Da ist er nämlich schon. Geh du mal wieder auf die andere Seite des Screens. Was passiert denn jetzt? Oh, Verstärkung. Verstärkung! Also dann nichts wie weg hier. Und neue Munition einsammeln. Weil, so ist ja der Gedanke, ohne Moon nichts los. Und ich denke, ich gehe jetzt einfach mal hier rum. Zwei Pinguine mit einem Großkaliber und so. Und dann jetzt mal schnell wieder durchlaufen. Ich eigentlich auch andersrum laufen könnte, fällt mir dabei ein. Ja. Genau wegen dieser Fonds hier. So, dann kann ich nämlich unterwegs schön hier alles wieder einsammeln. Boah, Alter. Läuft er mir denn jetzt noch hinterher? Das eingesammelt. Und gleich neu bestellt. Au, 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 au. Ja, 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 ja. Komm, raus aus dem Bild. Raus aus dem Bild. Das gibt's ja nicht. So raus aus dem Bild, eher so nie, ach lass mal, weißt du, ich bleib da mal lieber stehen und lass mich mal so richtig an. Anschießen? Na, wo ist er? Da ist er. Aufs Maul! Großer Arnold Schwarzenegger Verschnitt. Send someone with a bigger weapon. Oh, scheiße, Raketenwerfer, Heinis. Die sind extremst nervig. Und ich brauche Munition.
Geht weiter, geht weiter. Ah, fuck. Das ist jetzt natürlich eine Konstellation, die richtig scheiße ist. Au, ja, hab ich verstanden. Hab ich verstanden, du hast eine große Waffe. Ja, nun lass mich doch immer raus. Muss ja auch irgendwie mal zurückzahlen. So, warte, bis der unten ist und dann auf beide schießen. Raus hier. Boah. Und erstmal laufen. Ich muss ein paar Meter gut machen hier. Moon. Raketenwerfer, Heini, egal. Moon nachstellen. Lauf. Eieieiei. Warum ist denn da kein Health Pack? Aber ich hab Moon. Lauf. Nimm mir das Health Pack. Ja, die Idee ist wichtig. Jetzt müssen wir noch an der Durchführung arbeiten. Na komm schon. Moon bestellen. Helfen mitnehmen. Und Pinguin über den Haufen schießen. Helfen bestellen. Sehr gut, Helfen ist bestellt. Kommt runter. Eieiei. Eingequetscht zwischen den Feinden. Das macht keinen Spaß. Ich will hier raus. Ich will hier ganz schnell raus. Puh, das war knapp. Moon mitnehmen. Health mitnehmen. Lauf doch. Jawohl. So. Wieder ein paar Meter zwischen mich und die anderen bringen. Moon bestellen. Oh, komm schon. Rüber. Muss ich auch mal wieder was auf die Fresse kriegen hier. Das Schlimmste sind meines Erachtens tatsächlich die Raketenwerfer-Onkel, die so ganz und gar keinen Spaß verstehen. Ein Raketenwerfer-Treffer ist halt auch echt kein Geschenk. Au. Raus. So. Drehen wir mal eine extra Runde. Nur um uns wieder alles einzusammeln. Au. Das ist genau das, was keinen Spaß macht. Da muss ich jetzt schnell einmal durchrollern. Und nichts wie weg hier. Den kann ich da erstmal links liegen lassen. Uah, warum rennt ihr denn jetzt so rum? Dann renne ich jetzt auch so rum. Laufen sollst du, Junge. Ja. Oh no! Zuerst nur more Reinforcements. Naja, wenigstens was. Dann kämpfe ich jetzt nur noch gegen einen. Bruno, keep your shields up! Ja. Keep your shields up ist gut.
Ich habe ja gar keine Moon mehr, die ich ihm an den Kopf werfen könnte. Naja, und er denkt sich natürlich, Mensch, dann wechsle ich mal wieder die Richtung. Und da war noch ein Raketenwerfer. Das wird ja hier alles ein bisschen stressig. Stressig. So, Health aufgesammelt. Wo ist denn Bruno? Jetzt muss ich hier wahrscheinlich relativ fix wieder auf die andere Seite, damit ich ihn von hinten erwische. Ich hab ja... Da ist noch Moon. Hopsledy hops. Kommt er mir jetzt hinterher? Zu wünschen wär's mir ja, gell? Erstmal nochmal Moon, erstmal nochmal Health und Bruno nochmal ein bisschen. So. Und dann Health brauche ich gerade nicht. Moon liegt da anscheinend schon. Eieiei, das ist ja nichts mehr für meine schwachen Nerven hier. Das ist ja Adrenalin pur. Oh! Gabut! Bruno! Kaboom! Zwischensequenz, sehr schön. Checkpoint! Was ist das denn für ein Honk da oben? Ah, es ist mal wieder Zeit für... Yep, ich weiß. Für Brain Bugs! Hurray, Brainberg Action! Ja, da stehe ich noch nicht dicht genug dran. Na, so. Geht das so? Hab ihn! So, was soll er denn jetzt tun? Er müsste hier auf irgendeinen Knopf drücken. Auf den hier zum Beispiel. Was passiert jetzt? Ah, der Fahrstuhl kommt runter. Hervorragend. Damit dürfen sie abtreten. Alrighty. Und hoch geht's. Jetzt haben wir ja den Zwischenboss umgepokt. Was ein Stress. Was denn hier? In der Rakete gleich einen doppelten Fahrstuhl? Jetzt machen wir Fahrstuhlrennen hier, oder was? Das ist ja nun ganz albern. Was soll der Schmonz denn? Hoch. Hoch. Komm schon. Fahr, 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 fahr. Links, rechts, links. Ja, nu? Oh nein! Ich habe den falschen Aufzug genommen. Jetzt die ganze Tour wieder runter. Das ist schon ein bisschen nervig hier. Boah! Jetzt bin ich zumindest mal auf gleicher Ebene mit ihm. Mit ein bisschen Glück kann ich ihn dann demnächst beschießen. Ich natürlich nicht, weil ich jetzt im falschen Fahrstuhl stehe. Aber man weiß ja nie. So, bis hierhin komme ich. Hier kann ich mir einen Fahrstuhl zurückrufen. Und hinter ihm herfahren. Na dann, Mantau. Ja, und jetzt? Das sieht doch nicht gut aus. Im Kopf einer Rakete.
ich ihm da irgendwas rüberwerfen? Das war zu weit. Noch mal ein bisschen flacher. So, erwischt habe ich. Erwischt habe ich ihn. Habe ihn richtig erwischt. Was tut denn so ein... Er läuft raus. Das nennt man einen klassischen Selbstmord. Na komm, raus aus der Luftschleuse. Du taugst doch sowieso nicht für 5 Gramm. Und tschüss. Du Lappen. Ja. Das war das. Irgendwo jenseits der Ringe des Uranus. Achtung, Sektor 10 ist kompromittiert. Agent Bruno terminated. Putzki terminated. Hardboiled Chicken. Extrem gefährlich, das sind ja Eulen. Das haben wir nicht erwartet. Nein. Wir haben nicht gewarnt, das könnte passieren. Wir denken, irgendwas muss passieren. Mehr Eulen. Setzt einen Kurs auf die Erde. Tadadada. Ja, hervorragend. Jetzt kann ich hier noch so ein bisschen im End-Credit rumrennen und Leute umvogeln. Das ist natürlich sehr süß. Denn nach links geht's nicht. Jetzt nach rechts. Das ist eine coole Art von Credit. Da muss ich ja tatsächlich einmal komplett durchlaufen. Warum habe ich nur eine scheiß Knarre? Habe ich keine anderen Knarren? Nö. Das ist ja lustig hier mit dem Credit zu machen. Frust ausleben hier. Oh, das sind noch meine Helfer. Yay. Das ist hier lustig. Da kann ich tatsächlich jetzt durch die ganzen Credits nochmal durchlaufen. Das werde ich jetzt natürlich auch machen. Immer noch so ein paar von den Schilder-Jungs. Aber es scheint ein relativ kleines Team gewesen zu sein. Was ja auch nicht schlimm ist. Auch kleine Teams können tolle Spiele machen. Oh! Da bin ich runtergefallen. Das war's. Ja, ich hoffe, das Let's Play hat euch Spaß gemacht. Ihr mochtet nicht nur Rocket Birds, Hardboiled Chicken, sondern vielleicht auch das, was ich drumherum von mir gegeben habe. Es wäre schön, wenn ich euch als Zuschauer demnächst bei einem neuen Let's Play begrüßen darf. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Zum Glück steht bei mir jetzt erstmal ein Rechner-Update an. Das heißt, demnächst vielleicht sogar etwas größere Spiele. Lasst euch überraschen. Vielleicht könnt ihr mir auch einfach in die Comments hauen, was ihr gerne sehen wollen würdet. Und ich schaue mal, ob ich das machen kann. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.